Wer von euch ist jetzt mehr außer Atem nach der Blasmusik da? Das ist eine Frage von Kondition. Es ist so, ich spüre mehrere Ortszeiten. Wenn ich auf so Mittelaltermarkt spiele, dann sage ich mir, das sind wir schon zwei oder zwei Jahre. Ein bisschen Kondition zum Danken, okay. Dann geht's. Dann, also Luftkondition dann in dem Fall. Genau, Lungendruckkondition, ne? Dass man den Druck aufbauen kann, sonst fordert das Ganze alles immer nebenbei beim Mund aus. Wenn man die Kraft nicht hat, dass man dann nicht was rein. Aber man muss natürlich schon sagen, der Helmut hat den Sack zur Hilfe. Ich muss das alles selber. Ja, aber dafür habe ich drei Flöten. Ich habe dreimal so viel, wo die Luft ausgeht. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich hatte natürlich da viel mehr also Dinge, die eigentlich mit Luft. Die Luft ist auf jeden Fall nicht ausgegangen, habe ich festgestellt. Naja, also, ich muss das immer rechtzeitig nachfüllen. Schau hier mal den Nachwuchs-Robin Hoods auf den Bogen. Bei den Mannen aus Sherwood Forest sieht das dann natürlich so aus. Ein Lehrer sagt so wie er. Und nun gibst du jedes Tuch einzeln hinein. Ja, ganz hinunter, nur nicht reinfallen, da kommst du nämlich nie wieder raus. Super, machst du. So, herrlich. Nein, mit dem. Ganz toll. Super. Und noch eines. So, Valerie. Hokus pokus simsalabim. Und wir sind keine Tücher mehr drin. Ich nehme jetzt dieses rote Tuch. Und stopfe es jetzt hier ins Ohr hinein. Warte mal noch ein bisschen. So, kannst du schon auf der anderen Seite sehen? Ja, jetzt. Ja. Hast du? Warte, zieh was da durch. Ja, zieh noch ein bisschen. Ja, zieh noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich hab's. Ja, ich bin durch. Hey, Jubel, er hat's geschafft, Jubel. Ja, und schloss jeden Spiken. In meinem Rücken verrät uns, dass es jetzt in Kürze die Rekonstruktion von zwei historischen Schlachten zwischen Rudolf I. von Österreich und König Ottokar von Böhmen zu sehen gibt. Cheers.
Die Pest geht um. Entschuldigung, heißt das nicht Corona? Nein, nein, das ist was ganz was anderes. Vorsicht, die Pest geht um. Auf die Seite. Leichensleber, die überall organisiert wurden, die diese dreckige Arbeit tun mussten. Es waren Strafgefangene, Mörder, Diebe, Kinderschänder, die man diese für diese Arbeit benutzt hat. Mit dem Schloss Jedensbeigen im Hintergrund macht sich euer kleiner Stadtstreicher auf den Heimweg.